Wenn du um 8 zur Arbeit kommst, hat sie 2 Stunden schon geschafft. Widmet ihrer Hauptberufung stets die allergrößte Kraft. Dein Ebenbild im Spiegel hat so früh dich hingekriegt. Dafür schenkt sie dir ein Lächeln und die Traurigkeit verfliegt. In die Kurve schreibst du mit Gekrakel falsche Dinge hin. Doch sie versteht ja, was du meinst und gibt den Anordnungen Sinn. Rastlos sammelt sie in 24 Stunden Haaren. Manchmal muss sie den Patienten sogar selbst zum Röntgen fahren. Hast du nicht genug getrunken und der Kopf tut dir schon weh? Dann kommt sie um die Ecke, bringt dir Duft in den Kaffee. Sie zieht dir alles auf, öffnet dir jede der Ampullen. Und hast du nichts zu essen, schenkt sie dir noch ihre Stullen. Sie nimmt das Blut ab, legt die Wege und berechnet Insulin. Und falls du es einmal brauchst, holt sie dir aus dem Schrank. Auf jeden Fall sagst du wieder bei der Reha, kommt sie mit der Kurve her und kritzelt mit dem Kuli und den links schnell DNR. Diese Wollmilchsau, von der sie alle träumen, die gibt's bereits in Krankenhäuserräumen. Im Grunde gibt es nichts, was sie nicht kann. Leider ist sie ab und zu auch mal ein Mann. Sie hat 4 Ohren, 20 Hände und sie strahlt in jeder Schicht. Egal was, wenn sie nicht da ist, funktioniert es einfach nicht. Die Nummer 1 ist sie und du vielleicht zweitbester. Sie ist der Knaller und zwar nicht nur an Silvester. Mal ist sie jung, mal ist sie ein älteres Semester. Hoch soll sie leben, die geliebte Krankenschwester. Simulanten werden von ihr aus der Ambulanz verjagt. Das EKG schreibt sie dir in der Regel schnell und ungefragt. Jede widerliche Wunde reinigt sie gekonnt vom Dreck. Macht danach den Mundverband und gibt den Keimen ein Versteck. Hast du mal wieder schlechte Laune, nimmt sie dir das selten krumm. Ist die BGA beschissen, stellt sie die Beatmung um. Und zollst du vor zum P einmal dem Partner den Tribut. Übernimmt sie die Narkose und auf einmal läuft es gut. Verordnest du das Movicol, wischt sie das Endergebnis weg. Schlabberst du beim ZVK, stört sie kein Blutbad oder Fleck. Im Handumdrehen entfernt sie Aderlass und braunen Scheiß. Und ratzfatz in der Patient und wird schon wieder wütend weiß. Sie saut stets so gut ab, dass keine Brotchen nötig ist. Und sie stopft so lang, bis jeder seine weißen Wellen frisst. Und verschluckt sich doch mal einer und so 2 gehen in die Knie. Na, da wird schon keiner meckern, denn dann steigt die DRG. Diese Wollmilchsau, von der sie alle träumen, die gibt's bereits in Krankenhäuserräumen. Im Grunde gibt es nichts, was sie nicht kann. Leider ist sie ab und zu auch mal ein Mann. Sie hat 4 Ohren, 20 Hände und sie strahlt in jeder Schicht. Egal was, wenn sie nicht da ist, funktioniert es einfach nicht. Die Nummer 1 ist sie und du vielleicht zweitbester. Sie ist der Knaller und zwar nicht nur an Silvester. Mal ist sie jung, mal ist sie ein älteres Semester. Hoch soll sie leben, die geliebte Krankenschwester. Sie rennt für dich zur Not bis zur Erschöpfung zum Labor. Wollen dich Angehörige nerven, schiebt sie einen Riegel vor. Ein Nachtdienst ganz alleine ist das einfachste der Welt. Die Doku ist gemacht und die Tabletten sind gestellt. Fällt ein Dementer auf den Boden, hebt sie ihn wieder ins Bett. Und sie bleibt bei allem Stress meist freundlich zugewandt und nett. Und hat sie doch einmal affektbedingt Patienten hart gedisst, dann weiß sie, dass man durch Dormicum vergisst. Machst du endlich mal was richtig, spart sie nicht mit dem Applaus. Und ganz nebenbei sieht sie ja auch noch wahnsinnig gut aus. Sie klaut dir eine Creme für deine ach so spröde Haut. Willst du nach Hause fahren, weiß sie, wo sich's staut. Meckert einer, dass er trotz der Zuppiklo nicht lachen kann. Denkt sie blitzgescheit an Arte und macht ihm den Fernseher an. Und schläft er dann endgültig, fährt sie ihn, obwohl's dort friert, in die Prosektur. Ein Bett wird frei, das läuft ja wie geschmiert. Diese Wollmilchsau, von der sie alle träumen, die gibt's bereits in Krankenhäuserräumen. Im Grunde gibt es nichts, was sie nicht kann. Leider ist sie ab und zu auch mal ein Mann. Sie hat 4 Ohren, 20 Hände und sie strahlt in jeder Schicht. Egal was, wenn sie nicht da ist, funktioniert es einfach nicht. Die Nummer 1 ist sie und du vielleicht zweitbester. Sie ist der Knaller und zwar nicht nur an Silvester. Mal ist sie jung, mal ist sie ein älteres Semester. Hoch soll sie leben, die geliebte Krankenschwester.